Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolackaffen und begrüße euch heute zu einem neuen Vlog. Heute ist der Florian von Nanomex mal wieder bei uns. Wir haben hier einen kleinen Workshop-Preview in verschiedenen Gruppen und nehmen euch da mal mit hin. Kommt mal mit. Hallo, ich bin der Carsten, komme aus Freiberg in der Nähe bei Dresden. Ich habe heute von dem Workshop sehr viel mitgenommen, was mir gefällt, gerade die Nanolex-Produkte. Hat Spaß gemacht, der Florian hat uns das alles erklärt, wie es funktioniert, wie man es Tipps gegeben, wie man was besser machen kann. Und war sehr, sehr cool gemacht. Welche Produkte hast du mitgenommen? Ich habe den Insektenreiniger mitgenommen und die drei Polytonen. Gebrauchsgegenstand. Hi, ich bin Dennis und ich bin Hobby-Detailer. Mir macht Spaß, Autos sauber zu machen. Ist kein Gebrauchsgegenstand für mich. Die Vorstellung heute von den ganzen neuen Produkten fand ich super. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von dem Felgenreiniger. Finde ich super. Und ja, ich freue mich auf den nächsten Kurs. Hallo. Ich bin Norman, komme aus dem Rotenburger Bereich, Rotenburg-Würme, mache das privat, bin dabei seit 3 Jahren, habe jetzt über die Internetseite von den Lackaffen das mitbekommen, dass hier heute eine kleine Schulung ist von Nanomex. Total klasse, super rübergebracht, tolle Produkte testen können, so sollte es sein. Wie fandest du es heute? Super. Wir haben heute Prototypen ausprobiert. Wir haben SE Finish aufgetragen, was wirklich hervorragend funktioniert hat. Gehe ich mal davon aus, dass da jeder zustimmen würde. SE Finish ist darauf ausgelegt, dass es auf SE 3D hält und dort auch nochmal dann eine gewisse Glätte bringt, nochmal ein bisschen zusätzlichen Schutz bringt, das Ganze, sage ich jetzt mal, abrundet. Es funktioniert aber auch selbst auf unbehandelten Lacken quasi als Versiegelung. Es ist auf jeden Fall mal kein Quick-Detailer. Es ist auch, sag ich mal, jetzt keine Beschichtung. Es liegt irgendwo dazwischen. Es lässt sich auftragen wie ein Quick-Detailer, hat aber irgendwo die Eigenschaften von einer ordentlichen Versiegelung. Wir haben Ultra-Glas-Versiegelung aufgetragen. Wir haben ein komplettes Fahrzeug mit SE 3D HD behandelt. Viel geredet. Ich denke, wir haben viele Fragen beantwortet. Das Hauptproblem, das wir hatten, war die Menge Material, die man bei SE 3D benutzen sollte und die Art des Auftragens. Ansonsten gab es, glaube ich, keine Probleme und auch das war eigentlich kein großes Problem. Genau, also bei Basecoat liegt der Gedanke darin, dass wir eine noch dichtere resistentere Schicht quasi als Grundierung anbieten wollten, die Oberfläche noch mehr abschirmt, noch härter werden lässt, noch chemikalienresistenter ist und sich noch leichter reinigen lässt. Danke Florian, ich glaube du hast jetzt für heute genug geredet. Ich eigentlich auch, aber ich sage natürlich trotzdem noch ein paar Worte. Ihr habt jetzt mal einen kleinen Eindruck von uns bekommen, wie so eine Workshops und Previews ablaufen. Wenn ihr da auch mal Interesse dran habt, schreibt uns in die Kommentare. Wir freuen uns immer da über Beteiligung. Dann können wir sowas auch mal noch öfter machen. Ne? Der Flug nach Berlin ist ja nicht so weit. Wenn nicht, machen wir es halt auch alleine. Wir sind ja jetzt auch sehr gut informiert. Das SE Finish gibt es jetzt auch bei uns im Shop für alle, die es mal ausprobieren wollen. Und ja, wir danken dir, dass du hier warst. Wir danken euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Eure Autolackaffen.